Schallplatte erobert die Musikwelt zurück. Schon allein, wenn ich das Format in die Hand nehme, wenn ich das Bild sehe. Du hast als Künstler viel mehr Platz, dich auszudrücken, nicht nur mit der Musik, sondern auch grafisch. Schallplattenpresser können sich vor Aufträgen kaum noch retten. Händler und Messen erleben einen Boom und alte Phonomarken produzieren wieder neue Plattenspieler. Heute ist es so, dass man sich mit einer guten Anlage, vielleicht mit einem Glas Wein, abends hinsetzt, Schallplatte auflegt, es zelebriert. Wir begleiten drei Unternehmer, deren Herz für Vinyl schlägt. Wenn es einen einmal erwischt hat mit Vinyl, da kannst du nichts mehr machen, da raus ist da. Vielleicht ist Schallplattensammeln für mich auch sowas geworden als Ersatz für Drogen. Das erzeugt einfach Emotionen. Das hat mich immer wieder gereinigt, wie wenn ich geduscht hätte. Aus diesem Granulat werden die Schallplatten gepresst. Man mischt das Ganze noch mit ein bisschen geschreddertem altem Vinyl, 20%. Und daraus entstehen dann die schwarzen Schallplatten. Aber viele Kunden wollen heute keine schwarzen, sondern bunte Platten. Dafür gibt es solche Pulver. Das muss mit Mehl gemahlen sein, damit sich das gut vermischt. Das wären jetzt 100 Schallplatten in diesem Grün. Eines der wenigen Presswerke für Schallplatten in Deutschland liegt in Pforzheim. Flight 13 Duplication. Björn Bieber ist der Chef. Und nur er darf die alten Vinylpressen bedienen. Es soll ja grün mit schwarz marmoriert sein, deswegen schmeiße ich jetzt noch ein bisschen schwarz mit rein und verrühre alles noch ein bisschen. Das Vinylgranulat kommt in eine Art Ofen, der es bei 145 Grad zu einer weichen Masse formt. Das ist verrückt, dass wir hier Schallplatten machen. Das ist total verrückt. Nach so vielen Jahren kann ich mich nicht dran gewöhnen, hier morgens herzukommen, Schallplatten zu pressen und dann noch sowas Schönes. Die Maschinen, die er braucht, um solche Schönheiten zu pressen, hat er überall auf der Welt zusammengekauft, oft im maroden Zustand. Die Maschine, die wurde in Schweden gebaut, wahrscheinlich in den 70ern. Und die ging neu nach Italien und da lief die bis 2010 ungefähr. Und dann habe ich sie bekommen. Sie sieht zwar nicht gut aus, aber die ist in Top-Zustand. Also ihr habt viel investiert, damit die wirklich Top-Zustand wieder arbeitet. Sie heißt Paula und ich habe sie sehr gern, auch wenn sie oft Macken hat. Bieber presst nur kleine Auflagen. 200 Stück ist das Maximum. Seine Kunden, kleine Plattenlabels und wenig bekannte Musiker. Also wir wollen auf gar keinen Fall wachsen. Wir waren schon größer vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Ich bin jetzt so ein guter Unternehmer, dass ich meine Familie unterordnen könnte dem Ganzen. Mir ist Fahrradfahren und die Familie viel wichtiger, als doch zu wachsen. Also da habe ich kein Interesse dran. Labels, 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 Labels. Zum Kult um die Schallplatte gehört auch das Abspielgerät. Im Schwarzwald gibt es eine lange Tradition von Edelmarken, zum Beispiel Perpetuum Ebner, kurz PE aus St. Georgen. Eine alte Traditionsfirma, die Anfang der 70er Jahre vom Konkurrenten Dual geschluckt wurde. Doch nach Jahrzehnten der Stille gibt es heute wieder Plattenspieler mit dem Namen PE. Wolfgang Epting hat das Kunststück vollbracht. Geboren und aufgewachsen in St. Georgen, kennt er die großen Namen der Hi-Fi-Industrie seit seiner Kindheit. Da ist natürlich jeder zweite, dritte Arbeitsplatz
direkt oder indirekt mit der Phonoindustrie verbandelt. Also meine Mutter hat zum Beispiel bei Dual gearbeitet, mein Onkel war bei PE. Das war ganz einfach üblich, dass man in St. Georgen eben bei Dual oder PE arbeitet. Guten Morgen, Leute. Hallo, Regina. Seine Frau Regina hat geholfen, die Marke PE wieder auferstehen zu lassen. Für die Eptings ist die Schallplatte mehr als ein Medium zum Musikhören. Sie dient der Entschleunigung im Zeitalter des Streamens. Heute ist es eher so, dass man sich mit einer guten Anlage, vielleicht mit einem Glas Wein, abends hinsetzt, die Schallplatte auflegt, es zelebriert, die Platte aus der Hülle herausnimmt, vorsichtig die Nadel aufsetzt und dann die Schallplatte eben auch komplett durchhört, vom ersten bis zum letzten Titel auf der Seite, weil der Künstler hat sich ja Gedanken gemacht, warum kommt Lied Nummer 2 nach 1 und warum kommt 4 nach 3? Und man entdeckt vielleicht auch eine Sequenz, Gitarrensolo, wie auch immer, was man vorher gar nicht wahrgenommen hatte, weil man es ganz einfach übersprungen hat. Ihre Plattenspieler sind keine Ware von der Stange. Die Kunden dürfen beim Design sogar mitentscheiden. Das ist jetzt ein Gerät für einen Kunden aus dem Stuttgarter Raum. Der Herr stammt ursprünglich hier aus unserem Heimatort, aus St. Georgen, hat schon ein Gerät von uns und möchte jetzt für sein ausgebautes Dachgeschoss eine Sonderversion haben von uns, die zu seinen Möbeln passt, die er sich neu angeschafft hat. Wer auf ihren Geräten Schallplatten hören will, muss schon ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Winterhalter. Frank Winterhalter, Vinyl-Fan durch und durch. Jetzt ist er da. Sehnsüchtig erwartet haben wir. So, ich habe ja, schwarz, wie Sie wollten. Ja. So. Halt, stopp, Herr Winterhalter, wir müssen noch die Transportsicherung rausmachen. Ja, stimmt. Ich höre viel Heavy Metal und da habe ich mir gedacht, ja, total in schwarz. Darum habe ich auch den Plattenteller in schwarz gewählt und auch nicht in Klavierlack, sondern eben matt mit schwarzem Tonarm und nur dieses rote Element im Tonabnehmer drin. Das ist für Heavy Metal genau der richtige Plattenspieler. Wir sind froh, wenn die Kunden froh und zufrieden sind. Da gibt es unterschiedliche Musikgeschmäcker, ganz klar. Und der PE-Plattenspieler ist nicht jetzt vorgesehen für Musikgeschmack A oder B. Grundsätzlich ist er jetzt zusammengebaut. Jetzt muss ich nur noch kontrollieren, ob tatsächlich das richtige Gewicht eingestellt ist. Die Nadel muss nämlich mit der richtigen Grammzahl in der Rille liegen. Und das mache ich mit einer Tonarmwaage. Da gehe ich etwas unter 2 Gramm. Und dann kann's endlich losgehen. Mit leichter Nadel, schweren Gitarrenrock. Ich würde jetzt am liebsten rumhopfen, aber das mache ich, wenn ich alleine bin. Er sieht genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann klingt es auch noch genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist Knaller. Das starke am Platte hören ist einfach dieses bewusste Musikhören. Es ist nicht rational, Musikhören kann man auch anders, aber es ist einfach schön. Es ist einfach ein Ritual. Und von dem her gesehen ist es gut, dass die Platte so lange überlebt hat und die Platte wird noch lange nicht tot sein. Lange leben wird die Schallplatte auch, weil es Orte wie diesen gibt. Secondhand Records in Stuttgart. Seit über 35 Jahren ein Eldorado für Vinylfans und einer der größten Läden für gebrauchte Schallplatten Deutschlands. Helmut Faber ist der Gründer. Es ist einfach so, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas arbeiten wird, egal ob ich 8 oder 10 oder 12 Stunden da bin. Nicht nur die alten Hasen verbringen hier Stunden auf der Suche nach besonderen Titeln. Mein Freund hat mir ein paar Vinylplatten gezeigt und das hat mir gefallen, auch so wieder das Alte neu zu entdecken. Und ja, und dann habe ich auch dementsprechend schnell meinen eigenen Schallplattenspieler bekommen und jetzt bin ich auf der Suche nach schönen neuen Platten. Du musst mal überlegen, ich habe meine erste Sex-Pistols A&M-Platte. Da hat es vielleicht 3 Leute in Stuttgart gegeben, die gehabt haben. Super Platte.
Aber 79 hat die kein Schwein wollen mehr. Und da habe ich sie für 26 Mark hergegeben. Heute ist sie 16.000 ja. Pfund wert. Als du der erste Lade im Neckarstraße gehabt hast, da war es tatsächlich so, Student, ich brauchte Platte, denn ich war damals schon stark an der Nadel gehängt. Und trotzdem, Geld war knapp. Und da bin ich dann alle 6 Wochen zum Katharina-Hospital in die Blutzentrale, habe für 48 Mark Blutspende gemacht und habe dann eben umgerechnet jeden Monat 32 Mark zur Verfügung gehabt, um Platte zu kaufen. Auch Helmut Fabers Jugend ist vom Vinyl geprägt. Ich habe jede Platte haben wollen, weil ich gedacht habe, sie ist es wert, wenn sie schon gepresst wird. Alle 2 Monate konnte ich mal eine LP kaufen, aber weil man sich so wenig kaufen konnte, hat man die Platten heute noch im Kopf. Man weiß jedes Stück von der Musik und so. Und wenn ich es dann auspacke, dann weiß ich, ich muss achtsam damit umgehen. Es ist wie Streicheleinheit. Ich wollte nie mit einer Beate Usepuppe ins Bett gehen. Aber, weil das ist nicht das Original. Und das ist, und so ist es ähnlich. Das ist einfach sinnlich. Die Musik hat ihm auch durch schwere Zeiten geholfen. Ich war 2x2 Jahre im Gefängnis, war der erste Jugendliche in Baden-Württemberg, der wegen Drogen Höchststrafe gekriegt hat und so weiter. Am schlimmsten fand ich einfach, dass man Leute verloren hat und zusätzlich verliert man noch seine Schallplattensammlung und ich wollte den ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen und habe mir einen Weg gesucht, da rauszukommen. Und das war auch immer wieder die Musik und das Wissen drum, dass man jeden Moment genießen muss. Helmut Faber fand nicht nur den Weg zurück, sondern baute sich auch eine Existenz auf. Mit Hilfe von Freunden konnte er 1983 den Traum eines eigenen Plattenladens verwirklichen. Ich könnte ohne das gar nicht leben. Ich wäre ohne Musik, ohne den Laden wahrscheinlich schon 5-mal tot. Zurück zu Flight 13 Duplication in Pforzheim. Im Nebenraum der Plattenpresse findet die Vorarbeit statt. Am Schneidetisch wandelt Felix Nutz die Tondaten in Rillen um und schneidet sie in eine dicke Lackfolie. Sieht aus wie eine Schallplatte ohne Rillen. Jetzt darf auf keinen Fall mehr irgendwas hier verändert oder verdreht werden, weil sonst wird der Rohling hier dann unbrauchbar. Und dann muss man wieder von vorne anfangen. Die Maschine muss jetzt den ganzen Schnitt unberührt vollenden. Wir wollten immer einen Neumann VMS 80 haben. Von den Dingern gibt es aber nur 70 Stück. Auf dem Schneidetisch wurde in den 80er Jahren Queen, Genesis und so weiter geschnitten. Und an sowas zu kommen, war ein Ding der Unmöglichkeit. Die Dinger, die waren unter Verschluss. Wer einen hatte, hatte einen. Ich habe dann aber gehört, es gibt einen in London und angerufen, Geld eingepackt, nach London gefahren. Samstags morgens Downtown London mit dem Riesentransporter. Und dann haben wir den Schneidetisch abgeholt. Nach dem Schneiden ritzt Felix Nutz in jede Folie auch die Produktionsdaten mit ein und seine Initialen. Das ist auch der Stolz von jedem Schneidingenieur, der sich dann auf jeder Platte verewigt, ob große Produktion oder kleine Produktion, dass man einfach seinen Teil beigetragen hat dazu. Die empfindliche Lackfolie schicken sie danach einer Galvanikfirma. Die fertigt daraus eine dünne Platte aus Nickel, die Pressmatrize. Jede Schallplatte braucht 2 Pressmatrizen. Sie hat ja auch 2 Seiten. Das sind die Rillen, die wir am Schneidetisch geschnitten haben. Genau die gleichen Rillen, nur dass die hier nach außen gehen. Der Sound wird gemacht am Schneidetisch. Da wird die Rille gemacht. Und genau dieselbe Rille wird dann hier auch reingepresst. Das Wichtige hier beim Einbauen ist, man muss penibel darauf achten, dass kein Staubkorn, nichts dazwischen ist. Jedes Staubkorn zerstört sofort die Matrize. Da muss man eine neue Matrize machen. Ich bin hier schon oft sehr verzweifelt nach Hause gefahren. Aber ich hatte ja auch schon Glücksmomente, die waren unbeschreiblich. Und die Glücksmomente, die überwiegen bis heute.
Hallo. Guten Tag. Björn Bieber bei Volker Hinkel von der Band Fool's Garden. Ich habe dir die Platte mitgebracht. Hey, super. Hey. Hey. Traumhaft. Eine Testpressung. Wow. Auflegen. Ja. Ich habe mich schon immer auf Biebers Testpressungen gefreut, weil es ja dann wirklich das erste Mal ist, dass man es in der Hand halten kann und auch anhören kann. Und das für eine Testpressung. Echt gut, ne? Also absolut großartig. Für diese Platte haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Normalerweise läuft es raus am Schluss und der Arm hebt ab. Und hier passiert Folgendes. Das ist also der letzte Song auf der Platte, ja? Seite D. Und jetzt läuft es in eine Endlosrille. Wie heißt es in Englisch? Eine modulierte Endlosrille. In Englisch heißt es Loop Track oder so ähnlich. Es wird nie aufhören. Stehen wir morgen noch. Schaffe ich das? Schaffe ich das gerade? Es hat gebullert. Hab ich's? Oh. Hilfe. Das zählt auch nicht zu meiner besten Leistung, Herr Anhänger. Rückwärts fahre. Helmut Faber auf dem Weg zu einer Plattenmesse. Aber nur zum Verkauf kommt Helmut Faber nicht hierher. Denn man weiß ja nie. Vielleicht gibt es irgendwo in den Kisten der anderen eine seltene Scheibe, die er noch sucht. Jawohl. Die Messe heute findet in Schwäbisch Hall statt. In einer ehemaligen Kirche. Pretty things. Nehmen Sie, das ist eine der schönsten Psychedelic-Rockplatten. Ja, ja, gut, dann nehme ich die natürlich. Ich verlasse mich ja wie immer auf dich. Viele hier kennen Helmut Faber ja, seit Jahrzehnten. 57. Ich wollte immer einen Laden machen, der mir gefällt. Die Kunden, das war mir immer egal. Das hat man gemerkt am Anfang. Da war, das war, Kunden waren mir wirklich egal. Das kann ich nicht. Oh. Michael, wo hast du die her? Was willst du dafür? Habe ich nur einmal. Ja. Haben wir 10 Euro. 10 Euro? 10. Super. Passt. Danke. Gut. Ja. Weißt du, wie lange, dass ich die suche? Ich sag das erst dann, wenn ich bezahlt habe. Okay, danke. Die haben sie mal aus Amerika angeboten, die Single. Ja? Für 500 Dollar. 500 Dollar? Die habe ich gesucht, wie blöd das ist. Ja, oft gibt es sie immer. Habe ich dich glücklich gemacht? Butterfly Morning, Musik aus einem Spätwestern. Zurück zur Marke PE in St. Georgen. In einem alten Industriekomplex haben sie ihre kleine Firma eingerichtet, in der sie 250 Plattenspieler im Jahr bauen. Kein Vergleich zu früheren Zeiten, als tausende Geräte jeden Tag das Werk verließen. Damals, zur Zeit der Schellackplatte. Das ist der PE Rex, das Erfolgsmodell von Perpetuum Ebner in den 1950er Jahren. Mit Sicherheit einer der Plattenspieler, von dem die meisten Modelle jemals auf der Welt gebaut worden sind. Mindestens 1 Million Stück, vermutlich sogar 2,7 Millionen Stück. Ist es ein Zufall, dass mehrere große Hersteller von Plattenspielern im Schwarzwald entstehen? In einer Region, die für ihre Uhrmacher berühmt ist? In St. Georgen baut die Familie Steidinger Komponenten für Uhren. Als um 1900 das Grammophon die Wohnzimmer erobert, erkennen die Brüder Josef und Christian ihre Chance. Grammophone brauchen einen zuverlässigen Antrieb. Das Museum in St. Georgen erzählt von der wechselvollen Geschichte der heimischen Phonoindustrie. Bereits 1911 trennten sie sich wieder nach einem brüderlichen Zwist. Der ältere Bruder Josef nannte seine Firma Perpetuum und sein jüngerer Bruder Christian nannte seine Firma später Dual nach einem Antriebskonzept. Kombination aus Federlaufwerk und Elektromotor. Die ehemaligen Produktionsgebäude von PE. In den 50er Jahren gehen von hier aus Plattenspieler in die ganze Welt. Über 1000 Menschen haben hier bis zu 5000 Geräte am Tag gebaut. Die Firma florierte
bis Anfang der 1970er Jahre der Zusammenschluss mit der Firma Dual kam. 1981 meldet Dual Konkurs an. Es ist das Ende der Phonoindustrie in St. Georgen. Und hier beginnt die Geschichte von Wolfgang Epting. Als echter St. Georgener studierte er natürlich Feinmechanik. Danach Betriebswirtschaft. Mich fasziniert einfach die Verbindung von Technik und Musik. Und die kommt bei einem Plattenspieler voll zur Geltung. Nach seiner Ausbildung hat er einen gut bezahlten Job als Werksleiter einer großen Elektronikfirma. Ich war in verantwortlichen Positionen, die aber so verantwortungsvoll für meine Person waren, dass ich letztendlich nach einem Herzinfarkt und Schlaganfall mir überlegen musste, ob ich mein Leben so weiterführen wollte. Und dann haben wir uns in der Familie überlegt, dass ich in meiner zweiten Lebenshälfte etwas machen möchte, was mir richtig Spaß macht. Und dann sagt er, er möchte sein Hobby zum Beruf machen und möchte Plattenspieler montieren. Und wir so ganz entsetzt, okay, was, wie kann das gehen oder wie kann man es umsetzen, wie wird das dann für uns? Allen Bedenken zum Trotz, nach über 30 Jahren lassen sie die Marke PE wieder auferstehen. Wolfgang Epting ist bestens vernetzt. Und wenn er was braucht, um seine Plattenspieler zu bauen? Die Wege sind kurz. Unterwegs zum Schreiner nach Schonach, der Heimat Schwarzwälder Kuckucksuhren. Wir sind froh und glücklich, dass wir viele Lieferanten in unserer Nähe haben, die vom Drehteil, Frästeil, Kunststoffspritzteil bis zu Holzgehäusen in der Lage sind, fast alle Zulieferteile für uns zu fertigen. Zum Beispiel für ihr ganz neues Modell. Es soll ein Highlight werden. Helmut Faber in seinem Element. Die meisten Schallplatten hier hat er irgendwann schon mal gehört. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Musik macht mich heil, die so macht mich gesund. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Deswegen habe ich es vielleicht auch so gut gemacht. Das ist was, wo ich mich auch immer darüber freue, dass ich so einen schönen Laden gemacht habe, den ich dann auch im Rainer verkaufen konnte. Ja, aha. Happy Nightmare Baby. Okay. Rainer? Das ist Rainer Rupp, neuer Inhaber und dennoch Urgestein. Ich habe angefangen während meines Studiums 1989. Das ist die US, ja. Und bin dann hier hängen geblieben. Also, wie lange ist das dann? 32 Jahre jetzt schon. Ne? Und habe den Laden dann 2013 von Helmut übernommen. Trotz Übergabe, Helmut Faber braucht den Alltag in seinem früheren Laden. Musik hören, mit Kunden reden und verdreckte Schallplatten waschen. Das tut mit Unterdruck absaugen. Hier läuft dann der ganze Dreck rein. Und das wäscht dann immer wieder mal. Aber so, wie du das siehst, ist es gar nicht einmal so schlecht bis jetzt. Vielleicht steckt ein Grund, warum er immer noch hier arbeitet, ja im Keller, in einem der Kartons. Wenn ich solche Kisten in die Hand nehme, dann denke ich immer, es kommt irgendwas raus, wo ich eigentlich richtig suche. Da sind da geniale Sachen drin. Sowas hier zum Beispiel ist absolut super. Aber das habe ich schon daheim. Es gibt dann noch eine Platte, die ich suche. Das ist Johnny Burnett, Rock'n'Roll Trio. Werde ich aber auch nicht mehr als 1000 ausgeben. Im guten Zustand. Und das ist das letzte Mal, dass ich so viel Geld ausgebe. Weil eigentlich habe ich mir vorgenommen, gar nichts mehr zu holen, sondern alle meine 8000 oder 8500 Platten noch einmal auf der guten Anlage anzuhören. Ah ja, sie ist eine Flop. Zum Beispiel das Stück If I Needed You von Towns Van Zandt. Einer meiner unsterblichen Favoriten. Und dann Träume. Manchmal denke ich, das wäre mein Lied auf der Beerdigung. Nein, hier wird kein Sarg geschreinert. Oh, gucke. Wolfgang Epting in der Schreinerei von Paul Kienzler, der für ihn eine Serie von Gehäusen baut. Für das neue PE-Spitzenmodell. Abnahme der Prototypen.
Ziemlich dunkel dann? Dann wird sie dunkler, aber natürlich auch markanter. Dieses Teil wird in einem Seidenmatt schwarz lackiert. Und links haben wir dann verschiedene Furniere oder Farben. Hier ein Kirschfurnier und hier ein Eichefurnier. Aber sehr hochwertig. Schreiner Kienzler baut normalerweise Gehäuse für Kuckucksuhren. Plattenspieler sind da eher ungewöhnlich. Man kennt ja die ganze Vita um die Plattenspieler, dass er hier im Schwarzwald eine Hochburg war. Und für uns natürlich auch für die Zukunft toll, wenn wir hier wieder einen Beitrag leisten können, Dinge zu machen, die nicht von der Stange kommen. Ja, irgendwann macht der Kienzler auch noch fertige Plattenspieler hier. Hallo Birgit. Guck mal, ich habe die zwei Teile mitgebracht vom Schreiner. Okay. Vom 7070. Da will ich gleich mal eins zusammenbauen. Guck, das wäre der Eiche und das ist der Kirsche. Und ich fange jetzt mal mit dem Kirsche an. Oh ja, sieht gut aus. Guten Morgen, Birgit. Hallo, Wolfgang. Hallo, Tina. Sieht's aus? Also, bis jetzt Holzteile passen, die habe ich ja beim Schreiner geholt. Was ist falsch? Die vier Löcher. Die gehören da nicht hin. Müssen wir die Zeichnung raussuchen und ihm sagen, dass ja der Motor jetzt anders verarbeitet wird bei den 7070. Das Problem, der Schreiner baut in diesem Moment gerade die Holzelemente für die ganze Serie. Können Sie ihn noch aufhalten? Ja, ja, okay. Also wir gucken jetzt, ob stört. Jetzt bauen wir mal auf jeden Fall einen fertig. Ich wollte es nur rechtzeitig gesagt haben, gell? Danke erstmal. Ade. Also sind alle gebohrt. Aber ich habe jetzt gerade geschaut, man sieht es nachher nicht. Mhm. Wenn ich jetzt den Plattenteller mal so einfach drüber halte, dann deckt es das ab. Also nochmal Glück im Unglück. Für die neuen Plattenspieler konstruiert Wolfgang Ebting auch einen hochwertigen Tonarm. Mehrere Jahre tüftelt er schon daran herum. Endmontage mit Birgit Schwab. Und dann ist es soweit. Premiere ihres neuen Topmodells. Klar, man kann hier und da noch ein bisschen optimieren in Sachen Auflagekraft. Da müssen wir noch ein bisschen spielen. Aber es ist eine grandiose Auflösung. Die Bühne ist da, Tiefenstaffelung. Ich höre Instrumente klar, die ich vorher so auch schon gehört habe, aber vielleicht jetzt noch klarer, noch offener, noch differenzierter. Das erste Mal bin ich sehr zufrieden. Weniger zufrieden sind Sie gerade im Presswerk von Björn Bieber. Es gibt ein kleines Problem, winzig klein, aber möglicherweise mit großer Wirkung. Hier hat sich nun eine kleine Delle eingeschlichen. Das passiert von Zeit zu Zeit. Und das ist ein Mini-Mini-Körnchen. Wir schauen es uns gleich mal an. Ich baue es gleich mal aus. Und wir schauen auch mal, ob man es überhaupt hört. Ja, ich sehe es schon. Da hat sich ein kleines Körnchen reingezogen. Und dann ist jetzt hier eine Delle entstanden. Wenn man das aber nicht hört, dann machen wir weiter. Jetzt gehen wir zum Felix und der schaut sich's an und dann sehen wir mal weiter. Guck mal, Felix, hier ist eine Delle. Kannst du mal bitte prüfen, ob man die hört? Ja, klar. Nee, gut, dann weiß ich die weiter. Den ganzen Tag hat Björn Bieber mit seiner Maschine Paula Platten gepresst. Jetzt brauchen beide eine Pause. Irgendwann freut man sich einfach, wenn man sich mal kurz hinsetzen kann und die Seele baumeln lassen kann. Ich freue mich auch immer auf die Stille im Auto. Ich höre im Auto dann nie Musik, sondern ich freue mich einfach, dass es leise und ruhig ist. Vor 30 Jahren haben viele geglaubt, das Kapitel Schallplatte wäre zu Ende. Ein Medium nur noch für Liebhaber. Heute ist klar, ausgespielt hat Vinyl noch lange nicht.